Schatz, jawohl. Schön. Dresden, wir sind da. Bist du zu schwach? Wir bleiben drin. Dresden. Ey, sehr krass. Das ist das Auto von Jürgen Klopp, das ich jetzt unterschreiben darf. So viele Leute, die schon drauf unterschrieben haben. Wo ist er? Oh, der Olaf Scholz hat als letztes unterschrieben und jetzt komme ich. Ey, krass, ich bin auf dem Klopp-Pokal jetzt für immer verewigt. Du darfst Bilder mitnehmen, natürlich. Was für eine Ehre, Freunde. Das ist für Charity sehr krass. Raphael, Campino, alle haben darauf unterschrieben. Ich habe mir überlegt, welche Stelle nehme ich zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Helene Fischer. Ist doch geil, oder? Ja? Ist doch geil, oder nicht? Ist doch voll geil. Und der Knossi, kriege ich immer bitte noch einen Blick mit ins Mündungsfeuer? Natürlich. Jetzt boah, noch mal Helene, ich bin ganz nah bei dir. Bitte noch mal mit zu mir. Guck mal, bitte krass. Noch mal, bitte den Schliff nochmal einsetzen und nochmal mit zu mir gucken. Perfekt. Sehr gerne. Perfekt. So, Melai, du müsstest jetzt die zwei, drei Jawohl! Top. Du müsstest jetzt die zwei, drei Sachen noch rausholen. Fototermin, top! Alle stellen sich an, wir haben eine schöne Couch hier. Picobello! Das ist mein erster Stopp, ich muss noch jemanden verteidigen. Ja, du darfst! Ja! Komm, entspann dich, komm! Aufgeregt ist er, der Junge, aufgeregt! Wieder zu Hause, das gibt's nicht. Hey, und ich genieße es, dass ich jetzt mal in Kaitanzschulen muss. Normalerweise, wir sind gerade aus Dresden zurückgefahren worden, wäre ich jetzt direkt in die Tanzschule. Ich kann eben jetzt kurz mal genießen. Das ist toll. Heute jedenfalls nicht. Aber übernächste Woche tanze ich nochmal bei Let's Dance im Finale. Wie jeder Kandidat, wie alle, die davor da gewesen sind, alle, die ausgeschieden sind. Jetzt bin ich erstmal wieder zu Hause und schmeiß mir an der Algebar. Komm, lass! Und Leute, das heißt, ich werde diese Woche beim OMR sein in Hamburg. Das wird geil. Wir werden auch live streamen. Ich bin ab morgen schon wieder in Hamburg. Also mal wieder was ganz Neues. Also es wird richtig, richtig toll. Ich glaube, morgen Abend auch schön. Robert Geis hat sich gemeldet. Der ist nämlich im gleichen Hotel. Schön morgen Abend, ne? Schön. Kleines Weinchen, ne? Robert, oder? Und auf die guten alten Monaco-Zeiten anstoßen. Frau! Schapunga! Wird schön. Nein! Die haben einfach das Seven vs. Wild.
Intro kopiert, um Zuwachs für die Firma zu gewinnen. Die Legenden, erinnert ihr euch? Jetzt sind sie auch im Frühstücksfernsehen. Seven vs. Wild. Mittlerweile überall. Aber krass, was aus den Spalierbäumen geworden ist, ne? Wie es anfängt zu blühen. Wurde nicht zu viel versprochen damals von Obi, diese Spalierbäume. Und auch da langsam zwischen den Stufen wächst es zu. Sehr, 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 sehr krass. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin Botaniker, guck. Geil, wirklich krass. Irgendwann vielleicht auch zwischen den Bäumen Schatz zuwachsen lassen. Was sagst du? Nee, oder? Nee, wir lassen so, ne? Sieht top aus. Jetzt ist mir gerade ein Video zugekommen. Ich habe mit der, ihr wisst ja, es war immer ein Kamerateam jeden Tag beim Training mit dabei. Richtig tolle Leute. Und besonders der Tonmann, mit dem habe ich damals schon vor 2011 die Poker-Casting-Show, war der schon dabei in Los Angeles und Las Vegas. Also wir hatten tolle 2,5 Monate, dass wir so intensiv wieder zusammen waren. Der hat mir jeden Tag Brötchen gebracht. Jeden Tag frisch gebrühte Brötchen, mal mit Meerrettich und Schwarzwälder Schinken, mal mit Wurst und Käse. Und das letzte Brötchen, das bleibt für immer in Erinnerung. Hier ist es. Bist du bereit? Ja. So, Rack, dein letztes Brötchen für sie. 10 Wochen. Du musst selber klarkommen. Genieß es. Du schaffst es. Atme mal Isabelle auf. Nutella lecker. Wirklich? Yoshi? Komm, ja, komm, rein. Komm, ziehst du rein jetzt. Erstmal musst du Nutella bringen. Ja. Wir werden dich so vermissen. Yoshi. Ich weiß auch, mit Leberwurst und Gurken. Ich hol den Mülleimer, wir spielen ihn auf. Das ist eine Dreckige. Das ist das Beste. Das habe ich gerade gemerkt, da habe ich nur so Teller geschmeckt. Auf einmal denke ich. Was du lieber musst, mit dem Teller. Und Gurken drauf. Die Drecksau. Was Neues, oder? Was gekotzt? Lass mal probieren. Da ist auch noch Leberwurst drauf. Ja. Aber wenn du kein Zweifel hast. So hat er auch erst geguckt. Zuerst, aber dann. Echt? Katrin schmeckt. Nein, ja, aber Gutes. Ist nicht so schlimm. Mit mir rede ich Schinke. Okay, Knossi, Fazit. Da ist die Drecksau. Ey, warum bist du so zu mir? 2,5 Monate war diese Tasche gefüllt. Jetzt ist es soweit. Alles war da mit drin. Jesus Gott. Hier Tanzschuhe. Jetzt ist mal Zeit, hier aufzuräumen. Supradance, Freunde. Will jemand meine stinkenden Tanzschuhe haben? Ich brauche sie übernächste Woche nochmal. Ich habe so viele Schuhe. Das sind die zweite, weil die ersten auch schon durch waren. Krass. Tolle Erinnerung.